Herzlich willkommen zu einem neuen Video in meiner kleinen Amazon-Reihe. Heute geht es darum, wie du effektiv Bewertungen für dein Amazon FBA-Business generieren kannst. Ich zeige dir mehrere verschiedene Möglichkeiten, die häufig genutzt werden, wie du es schaffst, 5 Sterne auf dein Listing zu bekommen und so auch anderen Kunden und Interessenten zu zeigen, dass du ein wirklich gutes Produkt verkaufst. Und am Ende von diesem Video verrate ich dir noch meine Lieblingsmethode, die auch wirklich super funktioniert. Also dranbleiben. Die erste Methode, die ich dir gerne zeigen möchte oder über die ich einfach mit dir ein bisschen sprechen möchte, ist sehr, sehr einfach und vermutlich hast du sie schon getestet oder zumindest drüber nachgedacht. Das wäre einfach die sogenannte Friends and Family Methode. Das heißt, was mache ich? Ja, ich gehe hin, nehme mein Telefon, sage, hallo Mama, hier ist Philipp, bitte bewerte doch mein neues Produkt und am liebsten mit 5 Sternen. Das heißt, du suchst dir Freunde und Bekannte, die dein Produkt bestellen, die dir vielleicht auch einen Gefallen tun wollen, mit denen du befreundet bist und die dir eine Bewertung geben. Ja, bevor jetzt hier die Hasskommentare kommen, natürlich verstößt das gegen Amazons Richtlinien. Wenn man allerdings mal ganz ehrlich ist, kenne ich eigentlich keinen Verkäufer, der das nicht zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Karriere schon mal gemacht hat. Der Nachteil hier ist natürlich nicht nur, dass gegen die Richtlinien verstößt, sondern dass es auch einfach nicht skalierbar ist. Das heißt, du solltest schon mal niemanden nutzen, der dasselbe WLAN wie du nutzt, also auf jeden Fall nicht Eltern oder Geschwister, die im selben Haus wohnen, die vielleicht denselben Namen haben, das solltest du nicht machen. Es sollte nicht deine Verlobte, Freundin oder Frau sein, die sogar dieselbe Adresse hat wie du, niemand, der in deiner Firmenadresse wohnt. Also all diese Leute fallen schon mal weg. Das kann halt wirklich nur sein, wenn du in Köln wohnst und dein alter Schulfreund wohnt in Hamburg, ihr habt nichts miteinander zu tun, zumindest nicht aus Sicht von Amazon, dann kannst du diese Möglichkeit am Anfang nutzen, um einen kleinen Start zu bekommen. Also die Friends and Family Methode brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen, sollte jedem bekannt sein. Und natürlich kannst du auch hier deinen Freunden, deinen Bekannten entweder das Geld später zurückgeben oder die andere Variante ist, dass du halt einfach sagst, ja, bewerte einfach ohne das Produkt zu kaufen. Dann bekommst du natürlich keine verifizierten Bewertungen, aber auch das ist okay, wenn du das einfach als Start machst und einfach sagst, okay, ich brauche jetzt mal 1-2 Wochen hier, bis es richtig losgeht, einfach mal Sterne, die angezeigt werden und wenn die dann wieder gelöscht werden, ist mir das auch egal, es geht einfach nur darum, dass ich mal ins Verkaufen komme und das Ganze hier anfängt. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten und dafür musst du bei deinem Produkt direkt von Tag 1 planen. Wovon ich hier spreche, sind Produkteinleger. Das ist wirklich interessant. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel, das ich gerne zeige. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel eine Internetadresse mit drauf, wo derjenige sogar seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann. Und dann die Aufforderung, eine kurze Anleitung ist hier auf diesem schön designten Produkteinleger, wie das funktioniert. Also hier steht zum Beispiel, besuchen Sie auf Amazon.de die Produktseite des Artikels, für den Sie eine Bewertung erstellen möchten. Klicken Sie unter Kundenrezensionen auf Kundenrezension verfassen. Und drittens, bewerten Sie den Artikel und verfassen Sie Ihre Rezension. Es wird also wirklich dem Käufer leicht gemacht, hier etwas abzugeben und dein Produkt zu bewerten. Gleichzeitig haben wir hier noch einen kleinen Mehrwert drauf, weil hier ist noch eine Anleitung zum Produkt dabei. Und du hast es vielleicht hier erkannt, hier ist ein kleines Herz mit Deutschlandzeichen. Und auf der anderen Seite haben wir dasselbe mit dem Zeichen für die englische Sprache sozusagen und haben dann hier nochmal die Anleitung in Englisch. Also wer hier EU-weit verkaufen möchte oder Amazon.com macht, das heißt in den USA seine Produkte vertreibt, für den könnte das eine Lösung sein und das zweisprachige Produktinlay ist sicherlich eine gute Lösung. Der Vorteil hier ist, das ist super safe, das ist sicher. Amazon erlaubt das in der Art und Weise. Da gibt es nicht sehr viele Einschränkungen. Es war schon im Gespräch,
dass hier Verbote kommen sollen oder Änderungen in den Richtlinien. Aktuell ist mir davon nichts bekannt und Produkteinleger funktionieren nach wie vor. Die Quote an Bewertungen, die du hier erhältst, ist natürlich abhängig, wie gut der Einleger ist, was für ein Produkt das ist, ob das sehr emotional ist, ob das die Leute gerne bewerten. Und natürlich auch von der Anzahl deiner Verkäufe. Je mehr du verkaufst, umso mehr Flyer gehen raus und umso höher ist deine Chance, einfach hier auch eine Bewertung zu erhalten. Möglichkeit 3, die du hast, wäre einfach Kundenservice und Support. Du kannst in deinem Verkäuferkonto zum Beispiel Verkäuferbewertungen erhalten. Ich blende das hier mal ein. Dann siehst du, dass manche Menschen den Verkäufer bewerten. Also gar nicht dein Produkt, sondern dich oder deine Firma. Und hier kannst du wirklich übers Backend auch hingehen, kannst die Leute nachkontaktieren, kannst sagen, hey, vielen Dank für diese Bewertung. Da habe ich mich sehr gefreut. Und wie sieht es denn aus? Du wolltest ja eigentlich das Produkt bewerten, habe ich gesehen. Könntest du das vielleicht nochmal kopieren als Produktbewertung? Und so kannst du deine ersten Bewertungen generieren. Oder du kannst halt eben auch dauerhaft jemanden da dran setzen, einen Assistenten, einen Angestellten von dir, einen Kollegen. Oder du machst es halt eben selber. Und immer wenn neue Verkäuferbewertungen reinkommen, dann kontaktierst du die Leute nach und versuchst da einfach nochmal die eine oder andere Bewertung rauszubekommen. Genauso ist es möglich, über einen guten Kundenservice das Ganze zu erreichen. Das heißt, wenn sich jemand beschwert, wenn jemand eine Frage hat, wenn jemand etwas umtauschen möchte und, dass du ihm einfach einen guten Service anbietest, die beste Leistung, die du geben kannst und dann vielleicht hinterher sagst, hey, bist du zufrieden? Super cool. Würden wir uns echt freuen, wenn du unseren Kundenservice kurz bewertest und auf Amazon einfach eine Rückmeldung, eine Rezension dalässt. Das ist sicherlich auch eine der saubersten Methoden, wenn du einfach im Support, wenn du sowieso Kundenkontakt hast, wenn der Kunde auf dich zukommt, dann nochmal sagst, hey, ich möchte gerne, dass du mich bewertest, weil wir ja jetzt schon mehrfach Kontakt hatten und du zufrieden bist. Die vierte Methode wurde in der Vergangenheit sehr, sehr gerne genutzt, besonders von ausländischen Verkäufern. Und die Rede ist vom E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist natürlich auch im europäischen, deutschsprachigen Raum bekannt. Allerdings ist hier immer die Gefahr, dass das Ganze ein bisschen in das Thema Spam abrutscht. Amazon sieht das mittlerweile auch nicht mehr so gerne. Es gibt Programme, die die Möglichkeit bieten, an jeden einzelnen Kunden eine E-Mail zu versenden, vollautomatisiert. Nennt sich quasi so E-Mail-Follow-up. Manche Rechnungstools können das auch. Und das war eine lange Zeit lang bekannt so als das Mittel, um mehr Bewertungen zu generieren. Im Ausland wird es, wie gesagt, immer noch gerne genommen. Allerdings drohen in Deutschland, das muss man einfach so sagen, Abmahnungen. Das heißt, wenn du das nutzt, dann nutzt du das auf eigene Gefahr. Sowohl Amazon findet das nicht besonders toll, als auch, wie gesagt, Abmahnungen sind möglich. Aber es gibt dafür natürlich eine gewisse Quote an Bewertungen, die reinkommt. Wenn dir das Risiko wert ist, kannst du es riskieren. Jetzt sage ich dir aber meine Lieblingsmethode und die ist deutlich sicherer, nachhaltiger und bringt halt dein Amazon-Konto nicht in Gefahr und wird auch in der Regel keine Abmahnung oder Ähnliches generieren, sofern du es richtig umsetzt. Wovon ich rede, ist auch eine Art von E-Mail-Follow-up, allerdings mit deiner eigenen Liste. Was ich dir also definitiv ans Herz legen möchte, wäre dir einen eigenen Bewertungsfunnel zu bauen und dass du einfach hingehst und sagst, okay, ich sammle auf welche Art auch immer von meinen Kunden die E-Mail-Adresse. Das kann auf einer Messe sein, das kann über den Produkteinleger, über den wir vorhin schon gesprochen haben, sein. Das kann über Facebook-Anzeigen sein, im persönlichen Kontakt und so weiter und so fort. Das kann in deinem Online-Shop sein, was auch immer.
Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und hier hast du eben die Möglichkeit zu sagen, okay, als Beispiel, ich biete dem Kunden etwas an, dass er sich bei mir einträgt, dann generiere ich zum Beispiel über E-Mail-Marketing oder auch über andere Wege, funktioniert auch mit dem Facebook Messenger oder wie auch immer, dann einen Verkauf. Und nachdem der Kunde gekauft hat und ich das mitbekomme oder einfach eine Zeit lang warte, kontaktiere ich nochmal nach und sage, hey, du hast doch gekauft, wie sieht's aus, möchtest du nicht eine Bewertung hinterlassen? Das hat halt sehr, sehr viele Vorteile, weil du einfach die Möglichkeit hast, hier wirklich mit echten Kunden zu arbeiten, die zum vollen Preis gekauft haben. Du hast nicht dieses ganze Gehampel mit den Testerseiten, mit diesen Dealseiten, reduzierter Preis, nachher storniert Amazon deine Bewertung wieder und nichts funktioniert. Ich würde dir das ans Herz legen, und wenn du von all diesen Methoden nur eine nutzt oder dich wirklich auf ein nachhaltiges, wachsendes Business vorbereiten möchtest, dann ist das die eine Methode, die du machen solltest. Ja, es ist aufwendig, ja, es dauert lange, ja, es kostet Geld, aber es funktioniert. Und wir haben das schon mit sehr vielen Kunden gemeinsam auch umgesetzt. Und es funktioniert einfach. Also bei ganz kleinen Sellern dauert es natürlich eine Weile, auch diese Liste aufzubauen. Aber wenn du dich im laufenden Verkauf bewegst, wenn du ein mittelständisches Unternehmen führst, mehrere Produkte hast oder auch offline schon eine Kundenliste hast, dann sollte E-Mail-Marketing dein Tool der Wahl sein. Wie gesagt, funktioniert auch mit jedem anderen Messenger, sei es Facebook, sei es WhatsApp. Das ist ja alles nur ein Kommunikationskanal und du musst einfach schauen, was da für dich, was für deine Zielgruppe passt. Aber auch Friends and Family, Einleger, das alles kann eine Möglichkeit sein. Kundensupport, Kundenservice, all diese Sachen bringen dich natürlich nach vorne. Oder du kannst zum Beispiel auch einfach mal, wenn du im Bereich B2B unterwegs bist und hast Kunden, die einfach mit dir in Kontakt treten, bevor sie kaufen, kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich verzichte auf die Marge ein Stück weit und schicke ihn nicht auf meinen Shop, sondern bitte ihn, das Ganze auf Amazon zu erwerben, und dann lässt du ihn bewerten. Also auch da wieder einfach mal ein bisschen nachdenken, vielleicht sich auch von der Konkurrenz ein bisschen unterscheiden und versuchen, ein wirkliches, echtes, nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Weil Amazon ist mittlerweile kein schnelles Cash mehr. Es geht nicht darum, dieses Burn-and-Churn-Modell zu machen, wo du einfach was raushaust, Produkte, die wirklich schlecht sind, die kaputt gehen, wo es Retouren gibt, einfach nur, um ein bisschen Kohle rauszuziehen, sondern du baust dir hier was Nachhaltiges auf, das vielleicht deinen Job ersetzen kann, oder du willst skalieren, du willst von 10.000 auf 30.000, auf 50.000, auf 100.000 im Monat gehen. Und das funktioniert halt alles nicht mit diesem kurzfristigen Denken. Sondern bleib seriös, mach keinen Black-Hat-Mist. Es gibt auch wirklich gute White-Hat-Taktiken, die einfach funktionieren, nachhaltig sind und hier nicht deinen Account in irgendeiner Art und Weise in Gefahr bringen. Von daher, wenn du mehr dazu wissen willst, wir haben auf dem Blog von Amaclick, habe ich mal einen Beitrag dazu geschrieben, sehr ausführlich, wo die ganzen neuen Richtlinien, die in den letzten Monaten gekommen sind, in 2018, 2019 nochmal erklärt werden, und wo du wirklich nochmal gesagt bekommst, wie du Amazon FBA-Bewertungen richtig generieren kannst. Ich werde den auch hier unter dem Video nochmal verlinken, den Artikel, und dann kannst du dir den auch gerne nochmal anschauen. Ansonsten, wie immer, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst und dir gleich das nächste Video einfach nochmal reinziehst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!